Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde hier in Eslohe, ich grüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Parteitag und wäre gerne selbst vor Ort gewesen, so wie in den letzten Jahren häufig. In den letzten 11,5 Jahren war ich ca. 100 Mal in Eslohe und den Ortsteilen zu ganz unterschiedlichen Terminen, zum Beispiel der CDU oder der Jungen Union, zu Firmenbesichtigungen oder zu Veranstaltungen an Schulen, zu Diskussionsforen mit Schülerinnen und Schülern oder zu Diskussionen mit der Kolping-Familie und zuletzt in einer Videokonferenz mit der Werbegemeinschaft Eslohe aktiv, wo wir insbesondere über die Zukunft der Wirtschaft hier in Eslohe diskutiert haben. Wir haben in der Zeit auch viel bewegen können, gemeinsam natürlich, mit dem Bürgermeister Stefan Kersting, mit Christian Sievers, mit Rochus Franzen oder mit Klaus Schulte aus dem Kreistag ist es uns gelungen, zum Beispiel jetzt auch wieder eine Förderung zu bekommen für zwei Gewerbegebiete, wo der Bund 50% des Breitbandausbaus der Kosten trägt. Das ist eine gute Sache für Eslohe. Schon 2017 ist es uns gelungen, als wir für den Kreis 9,3 Millionen Euro für den Breitbandausbau bekommen haben, Eslohe mit ins Boot zu holen. Manche Projekte haben mich besonders befreut, zum Beispiel, dass der Bund mit der Denkmalförderung die Sanierung der Orgel in Reiste fördern konnte. Das war ein wirklich schönes Projekt. Und wir haben gemeinsam für die Ortsumgehung im Rahmen der B55 gekämpft und da auch viel erreicht. Ich würde gerne an dieser Arbeit anknüpfen und bewerbe mich erneut für ein Bundestagsmandat bei der CDU im Hochsauerlandkreis und hoffe auf Ihre Unterstützung. Es wird viel in den nächsten Jahren anzupacken geben. Das ist natürlich das große Thema Infrastruktur. Da spielt Straße eine Rolle, da spielt natürlich die digitale Infrastruktur eine Rolle. Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt. Aber es natürlich spielt auch das Thema Ausbau der Schiene eine wesentliche Rolle. Es wird darum gehen, wie wir unsere Wirtschaft wieder stärken können, denn viele haben in der Covid-19-Pandemie natürlich schwere Einbußen gehabt und da müssen wir unsere Wirtschaft hier vor Ort wieder fit machen. Da gilt es auch, um die Unterstützung des Bundes zu werben. Und es geht natürlich auch um Themen wie zum Beispiel das Ehrenamt. Auch das Ehrenamt hat schwer unter der Corona-Pandemie gelitten und da wird es darum gehen, unsere Vereine, unser Engagement vor Ort wieder stark zu machen, denn sie sind eine wesentliche Stütze des sozialen Lebens unserer Städte und Gemeinden. Möchte ich in den nächsten Jahren einiges für den Hochsauerlandkreis. Die Themen habe ich gerade angesprochen, aber dafür brauche ich Ihre Unterstützung. Deswegen werbe ich für Ihre Unterstützung am 17. April diesen Jahres bei unserem Kreisparteitag. Hoffe auf Ihre Unterstützung und hoffe, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren wieder viel für unsere Region, aber insbesondere für den Hochsauerlandkreis und Eslohe bewegen können. Dankeschön.